Fußball-Bundesligist Hamburger SV treibt seine Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Die abstiegsgefährdeten Hanseaten statteten Abwehrtalent Stefan Ambrosius mit einem Vertrag bis 2021 aus. In der laufenden Bundesliga-Saison ist der 19-Jährige bislang einmal zum Einsatz gekommen. Stefan hat sich absolut positiv entwickelt und ist ein Paradebeispiel dafür, welchen Weg man über unsere Akademie gehen kann, sagte HSV-Kaderplaner Johannes Spurs. Mit seiner Aggressivität und seiner Schnelligkeit verfügt er über zwei wichtige Stärken auf seiner Position. Wir trauen ihm zu, den nächsten Schritt zu gehen. Gerade als Hamburger ist es für mich und auch für meine Familie ein sehr schönes Gefühl, beim HSV zu bleiben und hier meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben, sagte der gebürtige Hamburger. Mit Christian Titz gibt es zudem einen Trainer, der mich in meiner Entwicklung sehr unterstützt und in dieser Saison viele junge Spieler in die Bundesliga-Mannschaft eingebaut hat. Nun möchte ich die Chance und das Vertrauen nutzen, um mich hier weiterzuentwickeln. Dazu werde ich weiter hart arbeiten. Wir freuen uns, dass Nachwuchsspieler Stefan Ambrosius bei uns einen Lizenzspielervertrag bis 2021 unterschrieben hat. Papier und Bleistift. Der 19-jährige Innenverteidiger trägt seit 2012 die Raute und gab in dieser Saison sein Bundesliga-Debüt. Kleine blaue Raute. Hier geht's zur Meldung nach rechts. Weiß in der Zeigefinger. https://d.co/xa6j6spic.twitter.com/97knkt. Was Hamburger SV, et HSV. 11. Mai 2018.